Was wollen wir mit dem Patienten? Wir wollen, dass er zu seiner Natur zurückkommt, mit Hilfe der Homöopathie. Zu seiner Natur, so wie die Schöpfung ihn gedacht hat. Und das beinhaltet natürlich folgerichtigerweise zu seinem inneren Glück. Das sieht man auch im Verlauf der Jahre. Immer mehr kommt dieses Gesicht im Ausdruck zu sich selbst. Ich sage dann immer, bei sich. Sie sind wirklich bei sich angekommen. Für mich sind die Hauptkriterien des Lebens und des Lebendigen Bewegung und Veränderung. Jegliche Stagnation führt zu Verkrustung und wir kennen Krankheiten, die verkrustet sind, zum Beispiel am schlimmsten der Krebs. Ja? Das ist ein verkrusteter Tumor, der sich die Zelle zu eigen macht und da nun eine Festung einbaut.